Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen hier im Hauptgebäude der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und im Livestream. Explizit hervorheben und persönlich begrüßen möchte ich den Schirmherrn der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bundespräsidenten Alexander van der Bellen. Ich danke für Ihr Kommen und für Ihren immer wohlwollenden Blick auf die Akademie. Mit ebensolcher Herzlichkeit heiße ich unseren Senatsvorsitzenden und zugleich Präsidenten des Nationalrates, Wolfgang Sobotka, willkommen. Uns verbindet der Kampf gegen den Antisemitismus und um das Bemühen eines Miteinanders zwischen Politik und Wissenschaft. Herzlich willkommen. Schließlich begrüße ich unseren Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Martin Polaschek, der einen dringenden Termin in seiner Heimatstadt zurückgestellt hat, um heute hier zu sein. Ich danke dir sehr dafür. Ich habe das Bedürfnis, jeden einzelnen Ehrengast mit Freude und Applaus zu begrüßen. Unser dichtes Programm lässt dies nicht zu. Ich fasse daher unsere Ehrengäste ab nun zusammen. Diese Ehrengäste müssen sich auch nicht von ihren Plätzen erheben und ich werbe für einen kollektiven Applaus nach meinen Begrüßungsworten. Stellvertretend für die Höchstgerichte begrüße ich die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Elisabeth Lovrek, den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs und unser Senatsmitglied Christoph Grabenwarter, den Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs und meinen ehemaligen Sitznachbarn im Senat der Universität Rudolf Tinel sowie die Präsidentin des Rechnungshofes Margit Kraker. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist ein wichtiger Partner für uns. Ich freue mich daher sehr, die ehemaligen Wissenschaftsminister Heinz Fischer, zugleich ehemaliger Bundespräsident, und unseren hochverehrten Altpräsidenten Hans Tuppi willkommen zu heißen. Und weil die gedeihliche Zusammenarbeit mit unserem Ministerium so wichtig ist, schließe ich die sehr geschätzte Frau Sektionschefin Barbara Weidgruber und ihr Team in meinen Gruß mit ein. Und wenn ich schon bei den Ministern AD bin, Franz Fischler und Generalmajor Thomas Stalinger geben uns die Ehre, worüber ich mich sehr freue. Die Akademie der Wissenschaften ist eine österreichische Akademie. Sie ist stolz darauf, in 7 Bundesländern vertreten zu sein. Deine Anwesenheit, liebe Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, freut mich sehr. Erinnert mich an die Zeiten der guten Kooperation im Bildungsbereich und ist letztlich natürlich auch Anlass, über dein Bundesland einmal nachzudenken. Und die Anwesenheit des ehemaligen Bürgermeisters der Stadt Wien und unser Senatsmitglied Michael Häupl ist auch ein Zeichen für die Bedeutung der Akademie für die Stadt, insbesondere auch für die innere Stadt. Aus diesem Grund freut mich die Anwesenheit des Bezirksvorstehers Markus Fiegel, mein Gesprächspartner in Augenhöhe. Wenn wir nebeneinander stehen, verstehen Sie, was ich damit meine. Wir haben zahlreiche Repräsentanten, männlich, weiblich, wichtiger Einrichtungen des tertiären Sektors in unserer Mitte. Ich begrüße FWF-Präsident Christoph Gattringer, ISTA-Präsident Martin Hetzer, Rektor Wilfried Eichelseder, Rektor Markus Müller, Rektorin Shalini Randaria, Rektorin Ulrike Süch, Rektor Schütze und Rektor Oliver Wittuch, sowie die Vizerektoren und Vizerektorinnen Manuela Baccarini, Otto Dobelhoff-Dier, Michaela Fritz und Claudia von der Linden. Wir haben selbstverständlich unterschiedliche institutionelle Aufgaben, uns vereint aber das Bemühen, Wissenschaft und Forschung den Stellenwert zuteil werden zu lassen, den es auch bei uns verdient. Die Akademie ist mit anderen Akademien im Ausland befreundet. Ich danke daher den Repräsentanten der Akademien aus Albanien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Berlin-Brandenburg, Heidelberg, Kanada, Kosovo, Montenegro, Niederlande, Serbien, Slowakei, Slowenien
und Tschechien für ihr persönliches Kommen. Es ist ihr Zeichen von Freundschaft, heute hier anwesend zu sein. Das freut und ehrt uns sehr. Ebenso heiße ich willkommen die Exzellenzen aus Albanien, Argentinien, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Israel, Kanada, Kirgisistan, Kolumbien, Korea, Litauen, Malaysia, Mongolei, Peru, Rumänien, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei und Turkmenistan, Ungarn und den USA. Ich begrüße auch voller Freude unsere 31 neu gewählten Mitglieder, die wir gestern Nachmittag schon feiern durften. Sie wurden für ihre hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen mit der Mitgliedschaft in der ÖAW gewürdigt und der Anteil neu gewählter weiblicher Mitglieder beträgt 52%. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Schließlich freue ich mich über die Anwesenheit der Institutsleitungen und der Mitarbeitenden hier im Festsaal und über den Livestream. Als Mitarbeiter habe ich vor über 40 Jahren angefangen, saß irgendwo dort hinten auf den billigen Plätzen. Heute stehe ich hier fußfrei, alles ist möglich. Und eines sage ich deutlich, nicht die Gelehrtengesellschaft alleine ist die ÖAW, nicht der Forschungsträger alleine ist die ÖAW. Wir alle sind ÖAW und wir alle dürfen heute freuen. Ich möchte dich nun, lieber Herr Bundesminister, ganz herzlich um deine Grußworte bitten. Du bekommst einen Antrittsapplaus, der zugleich auch der kollektive Begrüßungsapplaus für alle heute Anwesenden sind. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, sehr geehrter Herr Präsident Fassmann, sehr geehrter Herr Altpräsident Zeilinger, Magnifizenzen, sehr geehrte Mitglieder der Akademie, sehr geehrte Ehrengäste und Festgäste. Seit der letzten feierlichen Sitzung hier im wunderschön renovierten Festsaal der Akademie hat sich in der Akademie einiges getan. Sie hat mit Heinz Fassmann einen neuen Präsidenten bekommen. Sie hat mit der Postsparkasse einen neuen Forschungsstandort erhalten und ihr ehemaliger Präsident Anton Zeilinger hat den Nobelpreis für seine Forschung im Bereich der Quantenphysik verliehen bekommen. Und als Wissenschaftsminister bin ich sehr stolz darauf, dass ein Österreicher diese große Auszeichnung erhalten hat. Anton Zeilinger ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und ein Aushängeschild für den österreichischen Wissens- und Forschungsstandort. Sein Nobelpreis ist hoffentlich auch eine große Motivation für zahlreiche Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher in diesem Land, exzellente Leistungen hervorzubringen und die Bedeutung von Spitzenforschung für unsere Gesellschaft und unsere Zukunft zu befeuern. Aufregende Zeiten also, jedoch nicht nur für die Akademie. Die herausfordernden vergangenen Jahre haben in der Gesellschaft ohne Zweifel ihre Spuren hinterlassen. Zum einen sind wir mit einer Inflation und einer Teuerungswelle konfrontiert, wie wir sie bislang nicht gekannt haben. Daher werden wir auch in der Wissenschaft Prioritäten entlang großer gesellschaftlicher Herausforderungen setzen müssen. Und zum anderen ist im Zuge der Corona-Pandemie die Wissenschaftsskepsis in der Bevölkerung gestiegen. Ein Zustand, der für mich als Wissenschaftsminister, aber ja auch für die Akademie der Wissenschaften nicht erfreulich sein kann. Um diesem Phänomen zu begegnen, habe ich eine Ursachenstudie in Auftrag gegeben, sowie ein 10-Punkte-Programm zur Stärkung des Vertrauens in Wissenschaft und Demokratie in Österreich vorgelegt. Und ich weiß mich in diesem Bemühen eins mit der Akademie der Wissenschaften und danke auch dir, lieber Herr Präsident, sehr für die Initiativen, die du in dieser Angelegenheit bereits gesetzt hast und deine Aktivitäten auf so vielen Ebenen dafür. Denn ich bin überzeugt davon, dass eine aktive Rolle der Akademie in der Gesellschaft notwendig ist, um gemeinsam den gesellschaftlichen Wert von Wissenschaft und Forschung noch stärker zu vermitteln. Denn wir brauchen gute Forschung, wir brauchen insbesondere exzellente Grundlagenforschung. Und nicht zuletzt aus diesem Grund
hat mein Ressort gemeinsam mit dem FWF die Exzellenzinitiative Exzellent Austria ins Leben gerufen. Und Ziel dieser Initiative ist es, die Strahlkraft Österreichs als attraktiver Forschungs- und Karriereraum weiter auszubauen, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, sowie einen raschen Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft zu gewährleisten. Und eine erste Schiene dieser Initiative sind die Clusters of Excellence, die wir vor kurzem vergeben durften. Und was mich sehr freut, ist, dass die Akademie der Wissenschaften hier höchst erfolgreich an 3 von 5 bewilligten Exzellenzclustern beteiligt ist, sowie die Akademie-Vizepräsidentin Frau Diebold als Professorin der TU Wien an einem 4. Herzliche Gratulation zu diesem Erfolg an dieser Stelle. Ich möchte noch einmal auf ein Thema zurückkommen, das ich bereits kurz angesprochen habe, nämlich nach der feierlichen Eröffnung des Campus Akademie letztes Jahr hier im Herzen der Stadt Wien, wird die in den letzten Jahren begonnene Standortkonsolidierung der Akademie eben mit dem neuen Standort in der Postsparkasse fortgeführt. Dort wird ein neuer, zentraler und in unmittelbarer Nähe zum Hauptstandort der Akademie liegender Standort für geisteswissenschaftliche und mathematisch-naturwissenschaftliche Institute und damit ein innovatives und kollaboratives Zentrum für Kunst, Wissenschaft und Forschung entstehen. Und besonders freut mich dabei, dass die Öffnung der ehrwürdigen Akademie der Wissenschaften für alle Menschen ein eindrückliches und sehr deutliches Zeichen in dem Bestreben darstellt, das Vertrauen in Wissenschaft und Demokratie in Österreich zu stärken. Ich darf mich beim Präsidium und den Mitarbeitenden in der Verwaltung und den Forscherinnen und Forschern der Akademie der Wissenschaften herzlich für die langjährige, gute und konstruktive Kooperation mit meinem Ressort bedanken. Und ich gratuliere zu den außergewöhnlichen Errungenschaften der Akademie im Bereich exzellenter Wissenschaft und Forschung. Denn es ist die Wissenschaft, der wir uns alle verpflichtet fühlen und für die so viele Menschen hier in diesem Raum brennen und leben. Dafür danke ich Ihnen allen. Dafür gebührt unser höchster Dank und Respekt der gesamten Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen, dass Sie heute mit uns gemeinsam diese Feierstunde begehen. Meine Damen und Herren, ich werde mich ein paar Minuten strikt an den Text halten, der vor mir liegt, und Ihnen anschließend erklären, warum. Sehr geehrte Mitglieder der Akademie, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ich freue mich sehr, heute vor Ihnen zu stehen und die Leistungen und Herausforderungen von und für Wissenschaft und Forschung in Österreich zu betonen. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leisten täglich herausragende Arbeit und tragen maßgeblich dazu bei, unser Verständnis von der Welt und unseren Platz darin zu erweitern. Die Geisteswissenschaften sind dabei genauso wichtig wie die Lebenswissenschaften. Die Erkenntnisse, die wir aus beiden Bereichen gewinnen, sind unverzichtbar, um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Dabei können wir uns glücklich schätzen, dass wir in Österreich Forschungseinrichtungen wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften haben. Die Leistungen dieser Einrichtungen sind beeindruckend, ob es nun um die Erforschung von Sprachen, Kunst und Kultur geht oder um die Entwicklung von Medikamenten und Therapien. Doch wir stehen auch vor großen Herausforderungen. Eine davon ist die Wissenschaftsskepsis. Während es immer wichtig war, die Wissenschaft zu hinterfragen und kritisch zu betrachten, sehen wir heute eine wachsende Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden. Um diese zu verringern, müssen wir uns bemühen, Wissenschaft besser zu vermitteln und aufzuklären. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Gesellschaft auf Basis fundierter Erkenntnisse Entscheidungen trifft. Wichtig ist dabei auch zu betonen, dass die Wissenschaft nach Wahrheit forscht, sie aber nicht besitzt.
Es kann vorkommen, dass Forschungsergebnisse sich als falsch herausstellen oder dass neue Erkenntnisse unsere bisherigen Annahmen in Frage stellen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Wissenschaft generell fehlerhaft ist oder keine Bedeutung hat. Im Gegenteil, sie lernt aus ihren Fehlern und entwickelt sich stetig weiter. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir im Umgang mit Wissenschaft und Forschung immer berücksichtigen sollten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Das war der erste Teil. Wir haben ein Experiment gemacht in der Hofburg und ich hoffe, Sie nehmen uns das nicht übel. Also das, was Sie bisher gehört haben, Sie können sich schon vorstellen, das hat kein Mensch komponiert, sondern eine Maschine, ChatGPT. Weiß nicht, wie Sie es aufgenommen haben, Allerweltsrede vielleicht ein bisschen, ja. Nicht völlig falsch auf der anderen Seite. Sie hätten vielleicht höflichkeitshalber auch geklatscht. In diese Verlegenheit wollte ich Sie nicht bringen. Mein Team in der Hofburg sagt mir, Sie haben ungefähr 10, 15 Minuten gebraucht, um sich zu überlegen, was geben wir vor. Da muss ja einen Befehl erhalten, dieses ChatGPT. Und wie Sie sich dann geeinigt hatten auf diese 12 oder 15 Minuten, der Text war in 4 Sekunden da. In 4 Sekunden. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt, mir das anzuschauen als Sie. Okay, die Begrüßung war natürlich falsch, aber das passiert sonst auch. Es sind mehr Mitglieder da als Mitglieder, also mehr Anwesende als die Mitglieder der Akademie. Gewundert hat mich schon, dass kein Wort zu Professor Zeilinger oder zu Professor Fassmann vorkommt. Ja? Also ich hoffe, dieses Programm lernt, weil je mehr Zeit man damit vertun muss, die richtigen Angaben einzugeben, desto mehr kann man selber auch schreiben. Ne? Aber es ist interessant. Es heißt natürlich einiges für den Schulbereich und für den Wissenschafts-, also für den Unterrichtsbereich an Universitäten. Wenn man schriftliche Prüfungen unter Zuhilfenahmen des modernen Handy, sorry. Ja. Mündliche Prüfungen wären vielleicht wichtig, aber prüfen Sie mal Matura in Mathematik nur mündlich. Ich hatte neulich ein Gespräch mit ein paar jungen Kolleginnen und Kollegen von der Bundesschülervertretung, ich glaube, so ähnlich heißt das. Und die haben mir erzählt, sie haben eine Matura, die Aufgabe von der schriftlichen Matura in Mathematik, ChatGPT eingegeben. Das Ergebnis war, die Maschine hätte die Prüfung bestanden. Note vielleicht 3 bis 4, nicht sehr gut, aber sie hätte bestanden. Und die setzen sich jetzt zusammen an der Schule oder in der Klasse und schauen sich das noch einmal an, um zu untersuchen, wo hat sich die Maschine geirrt, warum hat sich die Maschine geirrt, könnte mir das auch passieren. Ja? Ich finde, so kann man dieses Instrument schon in der Schule sehr gut sozusagen zum beiderseitigen Lernen einsetzen. Was offen bleibt, ist das beiderseitig. Ich meine, dass die Schülerinnen und Schüler was dabei lernen, ist klar. Aber was merkt sich die Maschine? Klar ist nur, also diesen jungen Kollegen verbannen, wird auf die Dauer nicht funktionieren. Dieses neue Instrument, diese neue Technologie ist nun einmal da. Und wenn wir uns zurückerinnern an Diskussionen aus dem, was weiß ich, 17., 18. Jahrhundert, Siegeszug der Aufklärung, da hat man auch, ich hoffe, mein Französisch reicht aus, la querelle des anciens et des modernes. Also der Streit zwischen dem Alten und dem Neuen. Und auf die Dauer, in the long run, setzt sich das Neue durch. Da kann man jetzt über ChatGPT denken, was man will. Abschließend, sind schon ein paar ältere Semester da, so wie ich, können Sie sich erinnern an Stanley Kubricks Film 2001, Odyssee im Weltraum?
Dieser Film war von 1968, sage und schreibe. Und das Ende des Films, also wenn ich es recht erinnere, die Crew kommt in Konflikt mit dem Bordcomputer des Raumschiffs. Der Bordcomputer macht sich selbstständig und tut nicht mehr das, was die wollen, sondern führt sein Eigenleben, sodass zum Schluss nichts anderes übrig bleibt, als diesen sozusagen lebendigen Computer umzubringen. Stanley Kubrick, 1968. Ich glaube, wir werden noch viel lernen müssen. Ich danke jetzt wirklich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Herr Nationalratspräsident, Herr Bundesminister, Frau Weitgruber, Exzellenzen, Hohe Akademie, sehr verehrter Anton Zeilinger, darf ich auch außerprotokollarisch fortsetzen, was Sie angefangen haben, Herr Bundespräsident. Auch ich habe es probiert. Zentrale Orte ist in der Geografie ein ganz wichtiges theoretisches Konzept. Was herausgekommen ist, war gut, ja, nicht originell, nicht falsch, so ähnlich wie Ihre Anfangsrede. ganz versagt hat dann ChatGPT, als ich eingegeben habe, schreibt mir doch eine Biografie von Heinz Fassmann. machen Sie es nicht, weil Sie merken plötzlich, Ihr Sterbedatum liegt schon weit zurück. Der Bericht des Präsidenten. In unserer Satzung wird lapidar ausgeführt, dass jährlich eine feierliche Sitzung stattfinden muss, um der Öffentlichkeit eine Übersicht über das Wirken der Akademie zu geben. Zur feierlichen Sitzung sind jedenfalls alle Mitglieder einzuladen. Form und Inhalt sind nicht vorgegeben. Der Präsident hat hier freie Hand. Ich nütze diese freie Hand und habe lediglich zwei Berichtspunkte. Das eine ist die Akademie und das andere ist Bemerkungen zum Forschungsland Österreich. Dieses Präsidium ist ja bekanntlich angetreten mit zwei Frauen, Ulrike Diebold, Christiane Wendehorst, Wolfgang Baum, Johann und ich, um die vier E's zu realisieren. Exzellenzprinzip, Expansion, Europa und Empathie im Inneren. Wir fühlen uns dem Exzellenzprinzip bei Wahlen, bei Ressourcenentscheidungen uneingeschränkt verpflichtet. Wir sind elitär, aber inmitten der Gesellschaft und zum Wohle der Gesellschaft. Wir wollen expandieren und größer werden, weil es die Grundlagenforschung im Vergleich zur angewandten Forschung auch verdient. Wir haben den europäischen Forschungsraum im Fokus angesichts einer oft dominanten binnenstaatlichen Diskussion in Österreich. Und wir sind stolz auf die 100, auf die 1800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die täglich mit uns an der Realisierung der Ziele arbeiten. Das vergangene Jahr war ein gutes Jahr. Wir haben die Gründung des Instituts für Metabolismusforschung formell und vertraglich vollzogen. Dabei geht es um Stoffwechselprozesse in menschlichen Stellen, die für eine Reihe von Krankheiten verharmlosend, auch als Volkskrankheiten bezeichnet, verantwortlich sind, gegründet, wie Diabetes, Adipositas, Hypotonie. Wir setzen damit eine erfolgreiche Strategie fort und gründen dieses Institut auch nicht alleine, wie es vielleicht sonst üblich wäre, sondern gemeinsam mit den drei Grazer Universitäten. Ist nicht immer einfach, mit drei Universitäten zusammenzuarbeiten. Wir gedenken mit der Namensgebung an Karl und Gerti Cori, die 1922 emigrierten, 1947 den Nobelpreis erhielten. Und wir setzen damit auch so etwas wie einen bleibenden Akt einer postmortalen Ehrung. Das leitet über auch zur, denke ich, erfolgreichen Implementierung der Erforschung des Antisemitismus in der Gegenwartsgesellschaft, glaube ich, ein politisch wichtiges und zugleich auch schwieriges Terrain. Wir könnten uns als Akademie der Wissenschaften selbstverständlich in den Elfenbeinturm zurückziehen und sagen, geht uns nichts an, aber das ist nicht unser Zugang. Wir haben ein tragfähiges Konzept entwickelt und wir werden unsere Autorität auch dazu benutzen, die fragmentierte Forschung in diesem Bereich zusammenzuführen und zusammenzubringen.
Die Kleinheit dieses Landes kann nur durch Kooperation überwunden werden. Wir freuen uns auch über die Erfolge. Und die Erfolge zeigen sich auch in unterschiedlichen Einrichtungen. Wir freuen uns mit dem Österreichischen Archäologischen Institut, der größten Einrichtung dieses Bereichs in Österreich, über die sensationellen Grabungserfolge in Ephesus. Sie haben sicherlich gelesen und vernommen, unter einer Schutt- und Brandschicht konnte ein frühbyzantinisches Geschäfts- und Lokalviertel freigelegt werden, mit Speisen, mit Früchten, mit noch immer prall gefüllten Geldkassen. Das Leben und der Handel in der Spätantike, dies zu rekonstruieren, wird damit möglich, auch mit faszinierenden naturwissenschaftlichen Methoden. Wir freuen uns mit dem Lebenswissenschaftlichen Institut, mit dem IMBA, dem CEM, der GMI, die uns letztlich eine Vorstellung davon geben, was mit molekularbiologischer Forschung in Zukunft erreicht werden kann. Sie zeigen auf, welches Potenzial in Stammzellen steckt, wie Organoide bei der Medikamentenentwicklung vielleicht, noch sind wir nicht so weit, helfen können, welche Proteine bei der Einnistung einer befruchteten Eizelle in die Gebärmutter eine Rolle spielen oder wie Krebstherapien von der Gentechnik profitieren können. Aber auch wie durch den gezielten Einsatz der Genschere Pflanzen gezüchtet werden, die weniger Herbizide benötigen und auch an neue Umweltbedingungen besser angepasst sind. Wir freuen uns mit unseren Töchtern und Enkeltöchtern, mit unseren Ausgründungen, die erfolgreich sind. Ich denke dabei besonders an die Parity Quantum Computing in Innsbruck. Die haben kompetitiv einen 209 Millionen Auftrag. 209 Millionen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt eingeworben, um dann mit anderen einen leistungsfähigen Quantencomputer zu bauen. Oder an Proxygen, einer Enkeltochter in Wien, die einen bis zu 2,5 Milliarden, ich irre mich nicht, 2,5 Milliarden Auftrag eines US-amerikanischen Pharmakonzerns bekommen haben, die das Geld aber erst dann bekommen, wenn sie unglaublich tolle Fortschritte in der Forschung erzielen. Man kann hier eine gewisse Skepsis haben, ob sie wirklich dieses Volumen auch abräumen werden können. Aber es zeigt, Grundlagenforschung kann plötzlich zur angewandten Forschung werden, die Grenzen verschwimmen. Forschung sorgt auch für Innovation, für neue Produkte, neue Arbeitsplätze und letztlich auch für budgetäre Einnahmen. Wir freuen uns mit allen Mitarbeitern über die mehr als 6.000 wissenschaftlichen Publikationen in der laufenden LV-Periode, über Auszeichnungen, über internationale Berufungen, aber auch über internationale Wegberufungen. Auch das ist ein gutes Zeichen für eine Institution. Ich gratuliere insbesondere auch den 27 IRC-Preisträgerinnen der Akademie und den 20 IRC-Preisträgern in der Gelehrtengesellschaft. Wir freuen uns, Martin, du hast es schon erwähnt, dass die ÖRW an 4 von 5 Exzellenzclustern des FEF beteiligt ist. Bei einem davon ist unser Institut für Mittelalterforschung federführend. Und die ganze Akademie freut sich besonders mit Anton Zeilinger, Präsident der Akademie über viele Jahre, über die Verleihung des Nobelpreises für Physik. Was für ein Ereignis, was für eine Freude, die ich auch persönlich empfunden habe. Der Nobelpreis gehört ganz alleine dir, lieber Anton, aber er zeigt auch auf, dass Spitzenforschung in Österreich möglich ist. Das Rezept dazu wirst du uns ja nachher sagen, wie man dazu kommt, Nobelpreisträger zu werden. Zücken Sie die Stifte, notieren Sie alles, vielleicht gibt es Nachfolger. Aber weil ich bei dir bin, Anton, du hast mit deinem Präsidium den Umzug der räumlich zerstreut untergebrachten Akademieinstitute in die PSK beschlossen. Mutige Entscheidung. Nun wird das Otto-Wagner-Haus die Zentrale der für Wissenschaft und Kunst. Wir ziehen nicht in den Stadtrand, an den Stadtrand, wie es vielleicht US-amerikanische Forschungseinrichtungen täten. Wir bauen ein Haus der Akademie inmitten der Stadt, dort, wo auch die Menschen sind. Ich weiß nicht, ob jemand aus dem Finanzministerium da ist. Wenn nicht,
Ich gestehe es ein, wir sind noch nicht so weit. Die mieterseitigen Investitionen für über 650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Hochenergiephysik, die Archäologie, die Schallforschung und alle anderen Institute, die Investitionen sind erst teilweise abgeschlossen. Manches dauert länger als erwartet, manches ist teurer als berechnet. Wer ein denkmalgeschütztes Haus kennt, der weiß, wenn man eine Wand aufmacht, man weiß nie genau, was sich dahinter verbirgt. Aber ich bin ganz sicher, wir werden es gemeinsam schaffen. Und ein paar Jahre später werden alle sagen, oh, was für eine kluge Entscheidung, hier ein Zentrum für Wissenschaft und Kunst inmitten der Stadt zu errichten. Forschung soll dort sein, wo die Menschen sind. Und sie soll sich um Fragen kümmern, die die Menschen bewegen. Ob das Fragen sind, die mit der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft zu tun haben, spielt keine Rolle. Wir klären auf, wir lösen Probleme, wir stellen gesichertes Wissen zur Verfügung, aber auch das gesicherte Wissen selbst wieder in Frage. Und das ist in Zeiten von Klimakrise, eines tiefgreifenden demografischen Wandels und einer allgemeinen Verunsicherung in der Gesellschaft notwendiger denn je. Wir sind daher nicht zufrieden, wie der Herr Bundesminister, wenn Teile der Bevölkerung uns ablehnen. Wir haben das ja systematisch untersucht mit unserem Wissenschaftsbarometer und wir müssen dabei auch zur Kenntnis nehmen, dass ein Drittel der Bevölkerung so etwas wie eine mentale Distanz zur Wissenschaft aufweist und lieber anderen Erklärungen vertraut als den wissenschaftlich Belegten. 42% meinen, die Wirklichkeit schaut anders aus als von der Wissenschaft erklärt. 37% meinen, man soll sich lieber auf den gesunden Menschenverstand verlassen, was immer das auch ist. Und 31% meinen, das Volk, wer immer das auch ist, sollte Einfluss auf die Arbeit der Wissenschaft haben. 56% nehmen die Wissenschaft als einen Teil eines abgehobenen Elitensystems wahr, unterstellen politische, wirtschaftliche Abhängigkeiten und kritisieren auch das wissenschaftliche Erklärungsmonopol der Realität. Die Bevölkerung, die sich von der Wissenschaft und Forschung entfernt hat, ist sozialwissenschaftlich einzuordnen. Sie verfügt über weniger formale Bildung. Sie hat eine gewisse Vorliebe für den sogenannten starken Mann. Sie ist parteipolitisch verortbar oder lehnt Parteien generell ab. Gerade Letzteres erfüllt mich mit Sorge, denn die Ablehnung aller Parteien führt auch zu einer Erosion unseres demokratischen Systems. Wenn die Repräsentation durch Parteien infrage gestellt wird, die Geringschätzung auch der Wissenschaft gegenüber zu einem allgemeinen kulturellen Habitus wird und sich alle ihre eigenen Wirklichkeiten erzeugen, dann ist gesellschaftliche Mitte in Gefahr. Wir nehmen diese Erosion nicht achselzuckend zur Kenntnis mit dem Hinweis, ist eh nicht so schlimm und das Misstrauen der Politik gegenüber ist ja noch viel größer. Wir nehmen den empirischen Befund als Auftrag an. Mehr denn je kommunizieren wir mit der Gesellschaft in vielfältiger Weise als Aufklärer, als Vermittler, als Übersetzer. Und das ist auch notwendig, denn das Schicksal der Forschung in diesem Land wird auch davon abhängig sein, ob die Bürger dieses Landes Interesse auch an dem verspüren, was wir wollen, was hier getan wird. Und Werner Welzig hat es einmal so formuliert, vielleicht auch ein Gran des Respekts uns zollen. Wir kämpfen für die Wissenschaft, weil das unsere Aufgabe ist, weil wir aber auch zutiefst davon überzeugt sind. Wissenschaftliches Wissen stellt ein stabilisierendes Element in jeder pluralistischen und liberalen Gesellschaft dar, die nicht durch totalitäre Heilsbringer regiert wird. Diktaturen benötigen uns nicht, denn was wahr ist, bestimmt die politische Führung. Zumindest eine Zeit lang, denn auf Dauer ist Wahrheit nicht zu verbergen. Auch wenn das für mich nur ein schwacher Trost ist für die Menschen, die heute in Diktaturen leben müssen. Wir kämpfen aber auch für die Wissenschaft, weil wir wissen, dass die vielen Herausforderungen nur durch Forschung lösbar sind. Auf die Krisen habe ich hingewiesen.
Aus der Perspektive eines Landes mit einer exportorientierten Wirtschaft muss ich auch eins noch hinzufügen. Auch der zukünftige Wohlstand hängt maßgeblich von Wissenschaft und Forschung ab. Und das ist keine moralische Prophezeiung meinerseits, sondern ein empirisches Faktum. Ich habe mir in der Vorbereitung die Daten herausgesucht, aktuelle Forschungsausgaben in Prozent des BIPs, der OECD und EU-Staaten und dem aktuellen BIP-pro-Kopf-Zahlen gegenübergestellt, BIP-pro-Kopf als ein Wohlstandsindikator. Der Zusammenhang zwischen Forschungsausgaben und Wohlstand liegt bei einem R-Quadrat von 0,7 signifikant und plus natürlich und ist überzeugend. Also je höher die Forschungsausgaben sind, desto höher ist das BIP pro Kopf. Je mehr wir für die Forschung ausgeben, desto mehr Wohlstand erwerben wir. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn wir Wohlstand haben, können wir auch mehr für Forschung ausgeben. Ein halber Prozentpunkt Erhöhung der F&E-Quote erhöht das BIP um rund 8.000 Euro pro Kopf. Wenn wir die Kuh gut füttern, gibt sie auch mehr Milch. Füttern wir die Kuh gut genug? Ja und nein. Österreich rangiert mit einer Forschungsquote von aktuell fast 3,3% am BIP, weltweit gesehen auf einem Spitzenplatz. Wir haben in den vergangenen Jahren der Kuh, um im Bild zu bleiben, auch einen sanierten Stall zur Verfügung gestellt mit hygienischen Bedingungen und Auslauf. Das Forschungsfinanzierungsgesetz hat die Regierung zu einer langfristigen und wachstumsorientierten Finanzierung der Forschung verpflichtet. Mit der FDI-Strategie hat die Bundesregierung die übergeordneten Ziele genannt, denen ich vollkommen zustimme: Exzellenz, Wirksamkeit, Spitzenforschung, all das ist dort explizit hervorgehoben. Und in den dreijährigen FDI-Pakten werden die konkreten Maßnahmen und Themen hervorgehoben. Nicht nachlassen würde ich gerne den Vertretern der Bundesregierung hier auch mitgeben. Nicht nachlassen. Weiterhin strategisch denken. Nicht verzetteln. Nicht noch eine Stand-alone-Institution der Forschung schaffen. Lieber konzentrieren, lieber zusammenleben und lieber ausfinanzieren. Die erschreckend hohe Inflation gefährdet unseren Wachstumspfad, den auch die Akademie, aber alle anderen Gott sei Dank beschreiten konnten. Zum Wachstumspfad hat sich der Gesetzgeber auch verpflichtet. Kein Hü und Hott, kein einmal mehr und einmal weniger. Wenn wir Forschung aufbauen und dann wieder abbauen müssen, dann haben wir alle nur Kosten und keine Erträge. Meine Damen und Herren, wir werden heute noch die Europa- und Österreich-Hymne vernehmen, uns dann von den Plätzen erheben und vielleicht auch mitsingen. Wir machen das auch als Anerkennung und Respekt vor der Republik und ihren Steuerzahlenden, die uns mit ihren Leistungen selbstverständlich unterstützen. Land der Hämmer, zukunftsreich werden wir singen. Land der Forschung, zukunftswichtig, würde genauso gut passen. Denn auf die demokratie- und wirtschaftspolitische Bedeutung der Forschung habe ich mehrmals hingewiesen. Ich ersuche daher, gemeinsam alles zu unternehmen, um die Forschung nicht austrocknen zu lassen. Investitionen in die Forschung, so heißt es in den üblichen Sonntagsreden, sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass diese am Montag nicht wieder vergessen sind. Land der Forschung, zukunftswichtig. Ich danke Ihnen sehr.
So, jetzt ist es mir eine besondere Freude, den Festredner für heute anzukündigen, Anton Zeilinger. Wir lernten einander, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, im Jahr 2000 kennen. Wir standen zufälligerweise auf der gleichen Liste für den Gründungskonvent zur Neugründung der Universität Wien. Und wir haben damals auch im Gründungskonvent viel über wissenschafts- und forschungspolitische Angelegenheiten diskutiert. Wir hatten eigentlich nie Dissens bei den wichtigen Fragen. Ich bin auch sicher, dass ich keinen Dissens erleben werde bei dem, was du uns jetzt gleich vorstellst. Ich möchte die Gelegenheit vielleicht benutzen, auch noch einmal dir sehr und deinem Präsidialteam zu danken. Wir sehen das nach einem Jahr Tätigkeit. Ihr habt sehr viele, sehr kluge, sehr schwierige Entscheidungen getroffen, die, glaube ich, die Akademie noch über viele Jahre hinweg prägen wird. Von dieser Stelle aus nochmals herzlichen Dank dafür und floor is yours, wie es so schön in deiner Sprache heißt. So, danke, lieber Heinz, für deine lieben Worte. Man weiß ja nie wirklich bei einer Entscheidung, wie es im Endeffekt ausgehen wird. Denn dann wäre es ja keine Entscheidung. Sonst wäre es ja eine logische Konsequenz dessen, was auf dem Tisch liegt. Nicht eine Entscheidung muss angesichts von Unklarheiten gefällt werden. Das ist ganz einfach so. Und die Frage ist, wer ist sozusagen so konstruiert, dass es so dumm ist, mehr Risiko einzugehen und wer geht weniger Risiko ein? So, um es etwas, so etwas zu sagen. Gut, kann ich das erste Bild haben? Ja, damit wir da was Schönes sehen. Ich habe den Untertitel gewählt, eine persönliche Reise, denn ich dachte mir, wenn ich so ein bisschen reflektiere über welche Möglichkeiten ich hatte, dann kommen automatisch auch Aussagen darüber, wie man in Österreich Wissenschaft machen kann. Aber ich möchte zuerst eingehen gerade auf zwei Punkte, die der Herr Bundespräsident erwähnt hat. Das eine ist das mit ChatGPT. Wir haben vor ein paar Jahren begonnen, auch mit einem ähnlichen Programm, wie es da bei ChatGPT natürlich viel einfacher verwendet wird, begonnen, neue quantenmechanische Experimente zu designen. Und es war tatsächlich so, dass der Computer Lösungen fand, die wir nie gefunden hätten. Und zwar deshalb, weil das menschliche Gehirn versucht, sehr oft ökonomische Lösungen zu finden im Sinne von symmetrisch und so weiter und so fort. Und der Computer ist nicht daran gebunden, da gab es was Neues. Nur, was sagt uns das jetzt? In meinen Augen, und das ist dasselbe wie bei ChatGPT und so weiter, wo es wirklich darum geht, was absolut Neues, Kreatives zu machen, da glaube ich, sind wir noch voran und ich hoffe auf längere Zeit. Ich habe jetzt die Idee gehabt, während Ihres Vortrags, man sollte einen ChatGPT-Index einführen. Das heißt, man nehme eine Rede her und vergleiche sie mit dem, was ChatGPT vergleicht. Und wenn der Index sehr groß ist, wenn der Vergleich sehr groß ist, dann muss man die Rede ändern. Das heißt, es wäre gut, wenn es möglichst viele Reden, möglichst viele Papiere, möglichst viele Dokumente gäbe, auf allen möglichen Ebenen der Administration, bis zur allerhöchsten Kommission vielleicht, nicht? Bei denen der ChatGPT-Index sehr niedrig ist. Ich glaube, das würde vielleicht was bringen. Ein zweiter Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, Sie haben erwähnt den Stanley Kubrick-Film. Einer meiner Wünsche ist Folgendes. Es liegen in einem Tresor in Kalifornien liegen 4 bis 5 Stunden von dem Film, die noch nie jemand gesehen hat, außer die, die es damals aufgenommen haben. Weil das hat dann nicht in das Konzept gepasst. Die würde ich gerne mal sehen. Ich weiß nicht, ob sie das nicht arrangieren ließe. Vielleicht können wir da gemeinsam hinfahren, wenn das so weit kommt. Nun, ich möchte,
wie gesagt, eine persönliche Reise machen, ein bisschen ausholen. Da habe ich eine Fernsteuerung, die sollte funktionieren, wenn ich da drauf drücke. Und das nächste, ja. Nur kurzer Überblick, warum ist denn das schon wieder da? Hallo, warum ist dieser Bildschirmschoner wieder da? Können Sie den wegmachen? Ah ja, da. Gut, um eine kurze Übersicht zu geben, wir reden von Quantenphysik seit dem Jahr 1900 oder 1900, 1905, wo Planck und Einstein die ersten Ideen dazu hatten. Dann dauerte es immerhin ein Vierteljahrhundert, bis die volle Theorie entwickelt wurde. Und das zeigt schon, wie unerwartet das Ganze war, wie schwierig das war, dorthin zu kommen. Und es begann sofort eine Debatte darüber, was das Ganze bedeutet. Eine Debatte über die Interpretation der Quantenphysik, wo in dieser Debatte, besonders auch zwischen Bohr und Einstein, die galt lange als philosophisch, ging es um Experimente mit einzelnen Teilchen. Okay? Die konnten nicht durchgeführt werden. Erst mit den 70er Jahren konnte man die kontraintuitiven Vorhersagen überprüfen. Und das sind besonders Entwicklungen in der Neutronenphysik zu erwähnen, wo wir hier in Österreich weltweit führend waren, und Experimente über Entanglement-Verschränkung. Und in den 1980er Jahren haben diese fundamentalen Experimente zu neuen Tests der Quantenphysik geführt. Ich werde das dann erwähnen. Und das ist auch Teil der Gründe, warum ich den Nobelpreis bekommen habe. In den 70er, 80er Jahren haben wir immer gesagt, was wir machen, ist rein philosophisch, hat keinerlei praktische Anwendungen. Ich habe gerade gesagt, ich bin stolz darauf, das ist rein philosophisch, hat nie eine praktische Anwendung. In den 90er Jahren gab es dann plötzlich neue Ideen, Quantencomputer, Quantenkommunikation, Quantenkryptographie, Teleportation. Darüber, über die Anwendung, werde ich nicht viel sagen. Nur meine persönliche Ansicht ist, Quantenkryptographie ist relativ weit und hat eine Sektoranwendung in High Security, die wohl verwendet werden wird. Beim Quantencomputer bin ich mir schon wieder weniger sicher. Da sind die Anforderungen, die Ziele so weit weg, dass ich nicht weiß, wann wir da zu einem Ergebnis kommen werden, das wirklich auf einer großen Skala umgesetzt wird. Nun, aber das Schöne für mich ist, dass aufgrund dieser Überlegungen es neue Ideen gibt, die Grundlagen der Quantenmechanik frisch anzugehen. Und das ist genau das, worauf ich heute arbeite. Das sind die interessanten Dinge. Wir beginnen mit Österreich, Schrödinger-Gleichung 1926. Hier ist die von ihm gefundene Gleichung. Das ist seine Handschrift, von ihm selbst so hingeschrieben, im Jahr 1926. Und was das Enorme ist, diese Gleichung, die Ideen, die dahinter stecken, sind Grundlagen modernster Hochtechnologien. Dass man mit so wenigen Symbolen, die ganze Halbleiterphysik, die ganze Computerphysik, gut, Laser geht noch ein bisschen weiter zurück auf Einstein, 1917. Schrödinger hat gesagt, meine Gleichung macht die Chemie zu einem Teilgebiet der Physik. Das war seine Aussage und das ist so, das ist einfach so. Nur so einfach ist es dann in der Umsetzung dann wieder nicht. Ne? Hier in Wien war ein Schlüsseljahr, und zwar ein Schlüsseljahr nicht nur für Österreich, sondern in der Physik behaupte ich weltweit, im Jahr 1974, Helmut Rauch, mit der Entwicklung des sogenannten Neutroneninterferometers. Es geht darum, wenn ich da vielleicht zurückgehe, die Gleichung von Schrödinger ist eine Gleichung, die Wellen beschreibt, Materiewellen. Und solche Wellen müssen natürlich auch einander auslöschen, einander verstärken und so weiter. Und sowas sieht man in diesem Interferometer. Um es ganz kurz... Funktioniert das? Das funktioniert sogar. Ja, sehr gut. Um es ganz kurz zu zeigen, dieses Ding hier, das ist aus einem Siliziumkristall mit drei Platten. Hier sieht man es von oben. Da wird ein hereinkommender Neutronenstrahl in zwei geteilt und dann wieder überlagert. Das war 1974 in Wien eine absolute Spitzenleistung, die für mich eine der Grundlagen auch dieser modernen Quanteninformationsentwicklungen wurde. Er hätte sich einen Nobelpreis verdient, das ist meine Überzeugung. Nicht nur deshalb, sondern wegen verschiedener Experimente, die mit dem gemacht wurden. Eines dieser Experimente
zeige ich Ihnen jetzt. Das war im Jahr 75, wo man herging hier im das herzunehmen, um wieder Neutronenstrahl in zwei Wege zu teilen, so wie es da aufgezeichnet ist. Und dann mit einem Magnetfeld hat man den Zustand des Neutrons gedreht. Und zwar, wenn Sie jetzt kurz zu mir schauen, wenn ich so reinschaue und ich drehe mich einmal herum, dann bin ich hoffentlich dasselbe für Sie. Wenn ich ein Neutron wäre, dann müsste ich mich zweimal herum. Ein zweites Mal und dann bin ich wieder der Gleiche. Das war immer eine Kuriosität. Mit Helmut Rauch haben wir das zum ersten Mal gezeigt und das war eine zentrale Sache in Quantencomputern und überall, dass man nach einer Zustandsänderung ein Minuszeichen bekommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das Ganze geht zurück auf Wolfgang Pauli, einer der drei oder mit mir vier österreichischen Nobelpreisträger 1945, der den Spin eingeführt hat mit den speziellen Symmetrien des Spins. Ich möchte einen Punkt hier jetzt noch sagen, ich habe Helmut Rauch erwähnt, mit seinem Interferometer und so weiter. Das wurde gemacht an diesem Trigger-Reaktor hier in Wien. Trigger-Reaktoren waren Reaktoren, die relativ leistungsschwach waren, die aber in dem Moment, wo es aufgrund der Öffnung der Dokumente der Amerikaner und Russen und so weiter mit den Genfer Konferenzen möglich wurde, für andere Länder in Kernforschung einzusteigen. Es gab an die 100 Trigger-Reaktoren weltweit, war ein sehr, sehr gutes, sicheres Konzept. Das Schöne daran, das Interessante daran ist, hier in Wien war der Reaktor war bei weitem der forschungsstärkste weltweit. Und das ist auf Helmut Rauch, das ist auf eine einzelne Person zurückzuführen. Und ich glaube, es hängt auch mit dem Klima in Wien zusammen, das noch immer existiert, das ich kennengelernt habe, als ich nach USA kam, wo es nicht so leicht war, wirklich über sogenannte fundamentale Spinnerei nachzudenken. Das geht, hat eine lange Tradition in Österreich, geht zurück auf vielleicht auf einen Boltzmann und vielleicht sogar noch weiter zurück. Nun, ich komme auf ein weiteres Experiment, das fundamentale Ideen der Quantenphysik zeigt, hier aus der Debatte zwischen Niels Bohr und Albert Einstein. Hier ein Doppelspalt, zwei Spalte, hier kommt Licht und da hinten, nachdem Licht Wellen ist, gibt es helle und dunkle Streifen. Und das kommt dadurch, dass die Wellen durch beide Spalten gehen. Was macht ein einzelnes Teilchen? Geht es durch den einen Spalt durch, geht es durch den anderen durch und wenn es durch einen durchgeht, kann es dann Interferenzen zeigen, ja oder nein? Sagte Einstein, nein, das geht nicht. Und Niels Bohr sagte, nein, das geht. Und zwar, und das Wesentliche ist jetzt, naiverweise würde man annehmen, dass wir hier immer von einem Weg sprechen können, den ein Teilchen nimmt. Niels Bohr sagt, über Wirklichkeit, nämlich über den Weg, den ein Teilchen nimmt, kann man erst sprechen, wenn wir die Messung tatsächlich durchführen. Und die Debatte zwischen Einstein und Bohr ist die, dass Einstein sagte, es muss eine Wirklichkeit an sich geben, die wir beschreiben durch unsere Physik, durch unsere Wissenschaft. Und Bohr sagte, nein, Wissenschaft kann nur das bedeuten, was gesagt werden kann. Und das scheint auf den ersten Blick nicht so wichtig zu sein. Am Schluss werde ich Ihnen sagen, dass das ganz, ganz grundsätzliche Konsequenzen hat. Hier ein Bild mit Neutronen in den 70er Jahren, 80er Jahren. Heute ist der Standard, damals war es bei weitem das erste Experiment, wo man mit Neutronen diese Streifen gemessen hat, sozusagen, nicht? Eine Arbeit gemeinsam mit Cliff Schall am MIT. Ich war in den späten 70er, frühen 80er Jahren am MIT. Und was habe ich dort kennengelernt? Eine ganz andere Wissenschaftslandschaft, wo man von vornherein von jeder Idee begeistert ist, auch wenn sich die Idee nach ein paar Stunden als ein Blödsinn herausstellt. Das ist genau umgekehrt, wie es in Österreich war, nicht? Naja, das ist ja nichts Neues, und wird schon wer andere die Idee gehabt haben und so weiter und so fort. Sondern diese Offenheit zu grundsätzlich neuen Ideen. Ich sage immer, Ideen haben eine hohe Säuglingssterblichkeit, aber man muss ihnen die Möglichkeit geben, auf die Welt zu kommen, nicht? Und dann schauen wir weiter. Ne?
Und das Zweite, was ich dort gelernt habe, das war eine Arbeit mit Cliff Schall, Nobelpreisträger 1994 dann, war, dass man jedes Experiment mindestens um eine Stufe genauer machen sollte, als man glaubt, dass es nicht notwendig ist. Dann hat man manchmal die Chance, etwas zu sehen, was man gar nicht erwartet hat. Nicht? Und am MIT habe ich auch Kollegen kennengelernt, mit denen ich weiter fundamentale Arbeiten durchgeführt habe. Hier ein Konzept, das ganz zentral ist. Ich möchte Ihnen zwei Konzepte nahebringen, die zentral sind. Das eine ist Zufall. In der Quantenphysik Zufall auf eine Art, wie wir es im normalen Leben nicht kennen. Beispiel, da ist ein Spiegel, der ist schlecht, der ist halb versilbert. Der reflektiert die Hälfte des Lichts, die Hälfte geht durch. Wenn Sie jetzt sich überlegen, das heißt, wenn Sie da die Hälfte wird reflektiert, die Hälfte geht durch. Was macht ein einzelnes Teilchen? Geht es durch, geht es nicht durch? Das Interessante ist, darüber gibt es keine Aussage, ob es hier durchgeht oder da durchgeht. Das einzige Aussage, die es gibt, ist die, wenn ich da einen Detektor aufstelle und da wird mit 50% Wahrscheinlichkeit der sagen, das Teilchen ist hier, mit 50% hier. Aber die Annahme, dass das Teilchen, ehe es hier detektiert wird, schon da war, ist falsch. Das heißt, der Zufall ist eine fundamentale Konstituente der Welt, die man nicht mehr wieder rausbekommt. Das ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass diese Eigenschaft oder auch andere Eigenschaften vorhanden sind, ehe wir sie beobachten. Nun, dieser Zufall spielt natürlich auch eine große Rolle in möglichen Anwendungen, aber darauf vielleicht ein anderes Mal mehr bei einem anderen Vortrag. Was ich da fotografiert habe, ist das Motto der Philosophischen Fakultät. Da oben haben wir die Philosophische Fakultät, das Motto ist Causarum Investigatio, die Untersuchung der Ursachen. Die Quantenphysik sagt uns, dass dieses Programm zu einem Ende gekommen ist. Es gibt Punkte, wo wir keine Causa für den Einzelfall mehr angeben können. Und das ist für mich eine der interessantesten Ergebnisse der Naturwissenschaft im 20. Jahrhundert. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu romantisch, wenn ich das sage. Aber das muss man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen. Es gibt Ereignisse, wo man keine Ursache angeben kann. Und da gibt es Leute, die sagen, die provokant sind und sagen, ja nicht einmal der liebe Gott weiß, was rauskommen wird, das ist zufällig. Und andere sagen, der liebe Gott verwendet das, um in die Welt einzugreifen. Gut, soweit Fußnoten. Ich möchte weitergehen in meiner wissenschaftlichen Diskussion. Einstein mochte das nicht. Er hat gesagt, der Alte würfelt nicht, Gott würfelt nicht. Und hier war er sicherlich am falschen Dampfer. Niels Bohr soll ihm gesagt haben, hören Sie sich doch endlich auf, dem Herrgott Vorschriften zu machen, wie er die Welt betreiben soll. Einstein ist vielleicht der Einzige gewesen, der das gewagt hat, wagen durfte, Gott Vorschriften zu machen. Aber sonst sicher niemand. Der zweite Punkt, den ich möchte, dass Sie mit nach Hause nehmen, ist diese quantenmechanische Verschränkung, spukhafte Fernwirkung. Und das ist das, wofür für die Experimente dazu wurde der Nobelpreis voriges Jahr vergeben. Wir sprechen vom Jahr 35 und hat Einstein mit zwei jungen Kollegen gemeinsam eine Arbeit geschrieben, wo er zeigt, dass zwei Systeme, das hier und das hier, die von irgendwo aus einer gemeinsamen Quelle kommen oder wie auch immer, dass die miteinander zusammenhängen. Genau ausgedrückt, die haben keine eigenen Eigenschaften, so wie vorher beim Zufall. Die Eigenschaft war nicht da. Aber sie haben wohldefinierte gemeinsame Eigenschaften. Das heißt, wenn ich ein Teilchen messe, kriege ich eine zufällige Antwort und das andere hat die entsprechende Antwort ab dem Moment festgelegt, nicht vorher. Diese Arbeit ist Schlüsselarbeit der ganzen modernen Quantenentwicklung, ist die bei weitem häufig zitierte Arbeit von Albert Einstein, 1935 publiziert, und Sie sehen, am Anfang hat sie nicht viel getan. Und plötzlich in den 70er Jahren hat sich begonnen, was zu tun, weil das zu interessanten experimentellen Tests führte, und jetzt ist es explodiert. Jetzt wird die Arbeit jeden Tag zweimal zitiert ungefähr. Was natürlich nicht heißt, dass sie jeden Tag zweimal gelesen wird,
Sie wissen, in jeder Wissenschaft gibt es gewisse Grundzitate, die führt man immer an, weil sie Pionier sind. Das erinnert mich, da gab es vor kurzem gab's eine interessante Arbeit, das ist jetzt ein Einschub, in Nature mit dem Titel Papers and Patents are becoming less disruptive over time. Das heißt, was die gut argumentiert haben, ist, dass obwohl es mehr wissenschaftliche Arbeiten gibt, die Zahl der Arbeiten, die wirklich was Neues liefern, man kann jetzt diskutieren, wie man es definiert, aber die haben eine sehr gute Definition gehabt, bleibt ungefähr konstant. Und auch die Zahl der wirklich neuen Patente ist ungefähr konstant geblieben. Und die meinen, dass das an der Dynamik unseres Wissenschaftssystems liegt. An der Tatsache, dass man immer mehr Anträge schreiben muss, die Anträge werden immer umfangreicher, man ist gezwungen, sich immer enger zu fokussieren, was man machen will, und man schaut nicht mehr in die Breite. Und ich glaube, da ist wirklich was dabei. Ich bin überzeugt, wir sollten unseren gesamte Fördersystem überdenken und die Dinge beträchtlich vereinfachen, auch Berichtswesen sollten wir beträchtlich vereinfachen und so weiter und so fort. Das ist wirklich meine Überzeugung. Nun, wir gehen da jetzt kurz weiter von Einstein, Podolsky, Rosen. Im selben Jahr 1935 hat Erwin Schrödinger, der 1933 den Nobelpreis bekommen hat, er war ja der erste österreichische Nobelpreisträger, er hat gemeint, dass diese Verschränkung nicht eine, sondern die charakteristische Eigenschaft der Quantenphysik ist, die uns zwingt von einem entire departure, also einem gesamten Verlassen unserer Ideen der klassischen Welt. Warum sagt Schrödinger so was Starkes? Ich habe das da hier im Beispiel. Das wären zwei verschränkte Würfel, die gibt es noch nicht, aber im Jahr 2100 werden sie unter dem Weihnachtsbaum liegen, wenn es dann noch Weihnachtsbäume gibt. Das ist eine andere Frage. Es sind zwei verschränkte Würfel, um zu symbolisieren den Zufall. Wir haben zwei Zufälle. Ich habe Sie schon versucht zu überzeugen, dass es hier einen irreduzierbaren Zufall gibt. Ein Zufall, wo ich keinen Grund dafür angeben kann und wo es den auch nicht gibt. Und ich habe zwei Zufälle hier. Ich habe zwei Zufälle, den einen Würfel und der andere. Die sind beliebig weit voneinander getrennt, symbolisiert durch die Sterne hinten. Sie werfen den einen, kriegen eine 6 und werfen den anderen, kriegen wieder eine 6. Dann werfen sie den einen wieder, kriegen eine 3, werfen den anderen, kriegen eine 3 und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt zwei zufällige Prozesse, die über beliebig große Entfernungen parallel exakt gleich ablaufen. Und das ist schlicht und einfach verrückt. Wir wissen heute, und das war das Wesentliche an den Experimenten, wofür der Preis hergegeben wird, es gibt keine verborgene Erklärung dafür, das kann man jetzt experimentell ausschließen, und wir wissen auch, dass es keine Kommunikation zwischen denen gibt. So ist es halt. Daher sagt Schrödinger, wir müssen unsere Sicht der Welt ändern. Hier ganz kurz, wie solche Experimente gemacht werden. Im Prinzip heute ist der Standard, wir haben eine Quelle, sendet zwei Photonen aus, wir messen die Polarisation der Photonen hier, vertikal, horizontal, und sie bekommen immer genau das gleiche Resultat, aber jedes von denen zufällig. Und die Idee, sowas lokal realistisch zu erklären, dass lokal realistisch, also realistisch, dass es Eigenschaften der Systeme sind, die ich in der Messung beobachte, die schon da sind, und lokal heißt, das, was ich hier mache, hängt nicht davon ab, was ein anderer beliebig weit weg in dem Moment sich entscheidet zu tun, weil das ist ja auch beschränkt durch die Lichtgeschwindigkeit, in dem Moment sich entscheidet zu tun. Diese Erklärung ist nicht möglich. Nun, die ersten Experimente waren, ich habe die Namen hier explizit aufgeführt, Clauser-Friedman. Clauser ist einer der Nobelpreisträger gewesen und eine sehr stark verbesserte Experimente 1982 als B. War der zweite Nobelpreisträger, und meine Arbeiten waren dann sozusagen tieferführende fundamentale Arbeiten, auf die ich ganz kurz zurückkommen werde. Jetzt sage ich was ganz was Wichtiges. Und zwar, das waren zwei Teilchen miteinander, die miteinander korreliert sind, und das müssen Sie mal verdauen, was ich Ihnen da erzählt habe, und ich hoffe, Sie schlafen heute Abend schlecht ein über diesen Zufall und diese Dinge. Ja, so,
Und jetzt kommt was Wichtiges. Im Jahr 1994 hat mich mein amerikanischer Kollege Daniel Greenberger besucht im Rahmen eines Fulbright Fellowship, damals am Atominstitut an der Technischen Universität Wien. Und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, Moment, alle Leute haben bisher nur 2 Teilchen gemessen. Was passiert, wenn man 30 anschaut? Und wir hatten schon Ideen, dass da was Neues passieren muss. Und wir haben gesehen, wenn ich 3 anschaue, dann ist die Sache noch verrückter. Dann habe ich, dass beide Resultate an 2 Teilchen rein zufällig sind und das andere dann ist hundertprozentig determiniert. Das ist was Neues, hundertprozentig determiniert. Wobei der Quantenphysik, wenn ich angenommen habe, 2 Teilchen, Polarisation, so oder so, Quantenphysik sagt den einen Zustand voraus mit hundertprozentiger Sicherheit. Ein lokaler Realist, ein klassischer Physiker, der von Quantenphysik nichts weiß, sagt genau den gegensätzlichen Zustand voraus. Und das ist der maximale Widerspruch, den Sie haben können, zwischen 2 Möglichkeiten die Welt zu erklären. Nicht? Und das haben wir dann 1988 publiziert und das war seit damals, und das ist jetzt der Punkt, den ich sagen möchte, seit damals war es mein Ziel, das im Experiment umzusetzen. Und dazu muss man sagen, damals hat man keinerlei Idee gehabt, wie man das machen kann. Die Werkzeuge waren nicht da. Wir wussten nicht einmal, welche Werkzeuge wir entwickeln sollen. Das war alles vollkommen offen. Und es wurde möglich, weil ich damals 1990 nach Innsbruck berufen wurde und mich dort relativ gut unterstützt hat mit Geld, das frei ist. Das ist ganz wichtig, Geld, das frei war, wo ich das nicht für dieses Projekt verwenden musste. Und dass der FWF mit einem Schwerpunkt mich damals unterstützt hat, der auch außerordentlich unbürokratisch vergeben wurde, möchte ich sagen. Ich möchte niemanden heute kritisieren, aber es war damals extrem unbürokratisch. Und das hat zu einer Freiheit geführt, dass wir sozusagen plötzlich immer wieder Sachen machen konnten auf die Schnelle, weil neue Ideen kamen. Und das hat 10 Jahre gedauert, bis wir dort waren. 10 Jahre haben wir dann und viele Fehler und so weiter und so fort. Und das gehört für mich ganz, ganz wichtig dazu und das sollten wir noch mehr stärken in Österreich und Europa. Diese Freiheit, diese Offenheit, Dinge zu riskieren, ist, wo womöglich auch nichts rauskommt am Schluss. Ne? Das sind meine Kollegen, Horn und Greenberger. Horn war über die Jahre einer meiner wichtigsten Partner, weil er auch über fundamentale Dinge so nachgedacht hat wie ich. So schaut das experimentell heute aus, sehr einfach. Heute können wir das als Studentenpraktikum machen, was damals sozusagen fast unerreichbar war. Und das ist übrigens das Interessante, wenn Sie sich ein fortgeschrittenes Praktikum an jeder Uni anschauen, das halbwegs vernünftig organisiert ist, dann sind mehr als die Hälfte der Experimente dort sind Experimente, wo irgendjemand einmal einen Nobelpreis bekommen hat. Das heißt, das sieht man, was am Anfang wahnsinnig schwierig ist, auch konzeptiv schwierig, experimentell schwierig. Wenn man mal weiß, worum es geht, lasse ich das kondensieren und kondensieren und plötzlich schaut es ganz einfach aus. Und das ist eine wunderschöne Eigenschaft in der Wissenschaft. Nicht? Wir haben da auch Quantenkryptographie gemacht, wo wir 2 Photonen auf den Weg geschickt haben. Wir haben über Glasfasern korreliert, damals noch in Innsbruck. Und die Korrelationen haben wir verwendet, um Nachrichten zu verschlüsseln. Das war die erste verschlüsselte Nachricht hier mit Verschränkung weltweit, diese berühmte Venus von Willendorf. Entlang des Weges, ich habe mir gesagt, seit den 80er Jahren wollte ich diese Mehrteilchenverschränkung zeigen. Und die ist heute übrigens ein zentrales Konzept in Quantencomputern überall, wird überall verwendet. Entlang des Weges gab es Leute, die plötzlich die Idee hatten, zum Beispiel für Quantenteleportation. Das berühmte Beamen, wie es immer genannt wird. Und wie das Paper herauskommt, Sie sehen da die Jahreszahl 1993. Erinnern Sie sich, 90 habe ich in Innsbruck angefangen, diese Sachen zu machen. Und ich möchte übrigens noch einen Punkt sagen zur Berufung in Innsbruck, der auch wichtig ist. Am Anfang war meine Bewerbung nicht so erfolgreich.
im Sinne von auf der Liste stehen und so weiter. Dann gab es zum Glück einen Sektionschef, den Namen nenne ich nicht, der sich das näher angesehen hat und weitere Gutachten eingeholt hat. Und das Ergebnis war, dass die Gutachten gesagt haben, ihr werdet verrückt, nicht in Zeilinger zu berufen. Das heißt, es braucht auch bei Berufungskommissionen die Möglichkeit eines Nachstellens gelegentlich. Zumindest in meinem Leben war das ganz, 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 ganz wesentlich. Ich sage das so ganz offen, es ist eine Tatsache. Nun, und die haben plötzlich 93 die Idee für Teleportation gehabt. Auf die Details gehe ich nicht ein. Es ist die doppelte Anwendung von Verschränkung, dass ich ein System teleportieren möchte, indem ich es verschränke mit einem von zwei verschränkten Systemen und dann kriegt das andere, das mit dem Original verschränkt ist, kriegt die Eigenschaften des Originals. Nun, wie das 93 rauskam, haben wir gesagt, das ist völlig unmöglich. Typische Theoretiker-Idee. Wir wussten nicht, dass wir in unserem Ziel zu den Mehrteilchenverschränkungen genau an den Werkzeugen arbeiteten, die wir auch dafür brauchen. Auch das gibt es in der Wissenschaft immer wieder. Das ist total spannend. Plötzlich haben wir gesehen, na hoppala, das können wir machen. Und das können wir schneller machen als die Mehrteilchenverschränkungen. Das haben wir das zuerst gemacht. So einfach kann es sein. Ein absolut spannendes Konzept, wo ich hoffe, dass Sie noch schlechter schlafen, ist Folgendes. Also wir haben Verschränkung von zwei Teilchen. Die kommen aus der Quelle heraus. Man kann sich das irgendwie, kann man sich da beruhigen und sagen, naja, die teilen da irgendwelche Eigenschaften und irgendwie wird das schon funktionieren. Es gibt aber die verrückte Idee, und die hatten wir im Jahr 93, dass man hergehen kann. Ich erzeuge mit zwei verschränkte Paare hier und verschränke dann eins von jedem eines. Und auf diese Weise werden zwei Teilchen miteinander verschränkt hängen zusammen, die keine gemeinsame Vergangenheit haben und gar nichts. Und das ist wirklich überraschend. Und ich weiß, dass diese Idee und dieses Konzept wesentlich war dafür, dass ich auch den Nobelpreis bekommen habe. Das ist sozusagen ein Schritt beyond. Und das wurde dann in Wien gemacht, schreibe ich unten, Wien 1999, zurück zu den Wurzeln, sozusagen. Das war ganz, auch an die Uni, wo ich ursprünglich herkam. Das Schöne, und darauf möchte ich auch erwähnen, das Schöne daran war, dass es nicht klar war, wie weit sich die Dinge finanzieren lassen und so weiter umsetzen lassen, die Labors. Und da gab es damals einen Dekan, Herrn Fleischhacker, der hat gesagt, ich lasse die Labors für Sie bauen, ich mache das für Sie, auch wenn ich nicht sicher weiß, auch wenn Sie mir noch nicht unterschrieben haben, weil ich vertraue Ihnen. Und er hat das durchgezogen und so hat das funktioniert. Ja, auch das gehört dazu, die mutige Entscheidung von Einzelnen. Nun, der Rest, über den Rest sind wir schnell drüber. Die weiteren Schritte waren dann Verschränkungen bei den Kanarischen Inseln, schon von Wien aus, Zusammenarbeit mit der Weltraumbehörde. Auch das damals, ich habe nur immer gedacht, das ist reine Kuriosität und keine Anwendungen. Und eines der letzten Experimente ist das, wenn ich vorher erklärt, wenn ich die Verschränkung habe, muss ich an dem eine Messung machen und an dem. Und diese Messungen müssen so zufällig wie möglich sein, also was ich messe, damit Sie die nicht zurechtlegen können, was Sie für Antwort geben können, sozusagen einfach ausgedrückt, nicht? Ich muss mich entscheiden, was messe ich hier, was messe ich hier, das muss zufällig sein. Und die Frage, woher kriege ich zwei unabhängige Informationen? Also da kann ich Zufallszahlengeneratoren hernehmen und so weiter. Und im letzten Schritt des Experiments sind wir hergegangen und haben das Licht von Quasaren genommen. Quasare sind Objekte, die als Vorläufer von Galaxien gelten. Die sind 12 Milliarden Lichtjahre von uns weg. Und da haben wir mit einem Teleskop hinaufgeschaut, haben das Licht genommen, das da kommt, fluktuiert und dann entschieden, welche Polarisation wir messen. Und das Ganze passiert in Mikrosekunden. Also das muss sehr, sehr schnell passieren. Das ist sozusagen der Weltrekord, war das schönste Experiment, das ich je getan habe, auf den Kanarischen Inseln mit zwei Teleskopen, die auf verschiedene Ecken des Universums schauen. Was ist der nächste Schritt? Wie kann man noch weiter zurückgehen? Eines ist die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Das Universum hat ja am Anfang geglüht und bis ungefähr 270.000 Jahre nach dem Urknall
Bis dahin war das Universum nicht transparent für Licht. Ab dem Zeitpunkt ist es transparent und von da kommt eine Strahlung, die wir noch immer sehen, bei einer sehr niedrigen Temperatur, 2,7 Kelvin. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen die Fluktuationen dieser Strahlung verwenden in Zukunft. Und da stellen wir eine ganz neue Frage, die noch nicht gestellt wurde, nämlich die zeitlichen Fluktuationen. Und schließlich ein Kreis, nämlich mit Victor Frances aus Wien, der 1939 den Nobelpreis bekam für seine Entdeckung 1912 der kosmischen Strahlung. Es ist ganz witzig, dass sich dieser Kreis jetzt wieder schließt. Soweit dieser Punkt. Eine der Sachen, die wir in Zukunft noch stärker machen werden, ist die weltweite Quantenkommunikation mit Satelliten. Da arbeiten wir nach wie vor schön mit China zusammen. Eine interessante Sache ist, wenn Sie sich Vielteilchenverschränkung anschauen, also nicht nur zwei, drei, sondern viele, dann ist eines interessant, dass die Resultate, die die Theorie vorhersagt, unabhängig davon sind, wie diese Messungen in Raum und Zeit angeordnet sind. Das heißt, Raum und Zeit sind sekundär. Und das ist ganz wichtig. Offenbar eine der Messages von dieser ganzen Geschichte ist, dass unsere Konzepte von Raum und Zeit nicht primäre Konzepte sind, sondern irgendwo abgeleitete Konzepte und vielleicht nicht so solide, wie wir glauben. Das haben schon Philosophen von mir formuliert. Nun, ich komme jetzt auf den spekulativsten Teil meiner Ansprache, aber es sind nur mehr drei Folien, bin fertig. Die Frage ist, woher haben wir die Quantenphysik? Warum? Abgesehen davon, dass sie mathematisch wunderbar ist und dass sie so extrem passt. Nun, im Sinne von Niels Bohr, der mal gesagt hat, dass die Physik nur darüber sein kann, was gesagt werden kann über die Wirklichkeit, müssen wir so nachdenken über die Beziehung zwischen Wirklichkeit und Information. Normalerweise sieht man Information als ein abgeleitetes Konzept. Ich schaue da hin, das ist schwarz, deshalb, weil es diese Eigenschaften ist. Aber ist es wirklich so einfach? Da gibt es diese berühmte Frage, wo angeblich der Einstein den Bohr gefragt hat, glaubst du wirklich, dass der Mond nicht da ist, wenn niemand hinsieht? Worauf Bohr ihm gesagt haben soll, beweise mir doch das Gegenteil. Und das ist sehr tief, das ist nicht nur, das ist eine sehr, sehr tiefe Frage, nicht? Und ich behaupte, dass über eine Wirklichkeit zu reden, ohne die Möglichkeit, über diese Wirklichkeit Informationen zu gewinnen, also Aussagen zu treffen, ein sinnloses Konzept sein muss. Das heißt, wir benötigen letztlich eine Vereinigung der Konzepte Wirklichkeit und Information. Es war oft in der Geschichte der Physik was so, dass Vereinigung von offenbar scheinbaren verschiedenen Konzepten plötzlich zu etwas Neuem gebracht hat. Newton hat gezeigt, dass die Konzepte auf der Erde die gleichen sind wie die beschreiben die Bewegung des Monds um die Erde zum Beispiel und so weiter und so fort. Nicht? Und da gibt es tatsächlich Ansätze. New Scientist hat das einmal schön geschrieben, meine Idee. In the beginning was the bit, information is the irreducible kernel from which everything else flows. Und das ist ein hochinteressantes Entwicklungsgebiet. Es gibt eine Menge Leute, die jetzt arbeiten an einer informationstheoretischen Grundlegung der Quantenphysik. Hier mein vorletztes Bild, etwas, das ich auch an der Wissenschaft sehr schätze. Einstein hat 1905 die Idee von Lichtquanten eingeführt und das galt als vollkommen spekulativ. 1913 mit diesem Schreiben wurde er vorgeschlagen, er war ja damals Professor in Zürich, wurde er vorgeschlagen für die Preußische Akademie der Wissenschaften mit einem guten Gehalt und so weiter und so fort. Und in diesem Schreiben, das von Planck, Nernst, Dobbins und Warburg unterschrieben wurde, immerhin drei Nobelpreisträger, und der einzige Nicht-Nobelpreisträger Rubens war der die Experimente gemacht hat zur Schwarzkörperstrahlung, schreiben Sie, dass er in seinen Spekulationen gelegentlich auch einmal über das Ziel hinausgeschossen haben mag, wie zum Beispiel in seiner Hypothese der Lichtquanten, wird man ihm nicht allzu schwer anrechnen dürfen. Denn ohne einmal ein Risiko zu wagen, lässt sich auch in den exaktesten Naturwissenschaften keine wirkliche Neuerung einführen.
Und das bitte 1913. Und Einstein bekommt dann den Nobelpreis 1922 genau dafür. Und das ist das, was ich an uns, an den Naturwissenschaften so wunderbar finde. Dass eine Community, eine ganze Community ihre Meinung in ein paar Jahren vollkommen ändern kann angesichts von Evidenz. Und da haben wir einen Vorteil. Und um diese Evidenz in Österreich mehr zu ermöglichen, müssen wir einiges tun, glaube ich. Hier das letzte Zitat und dann sage ich noch ein paar Schlussworte. Ich möchte wissen, wie Gott diese Welt erschaffen hat. Ich bin nicht an dem einen oder anderen Phänomen interessiert. Ich möchte seine Gedanken kennen, alles Übrige sind nur Einzelheiten. Ich möchte noch ein paar kleine Worte sagen am Schluss aus meiner Erfahrung. Wie gesagt, ich habe schon einen hoffentlich glühenden Appell gemacht für mehr offene Wissenschaft. Es darf in meinen Augen nie ein Forschungsprojekt abgelehnt werden, weil jemand nicht dargelegt hat, wie er das Ziel erreichen kann, außer er schreibt hin am Blödsinn, das ist völlig klar, wenn es völlig falsch ist. Aber das muss drinnen sein, dass man das Risiko eingeht, dass etwas nicht vollkommen klar ist. Und ich finde, wir sollten alle weniger publizieren, aber dafür more to the point. Wir brauchen diese Offenheit, nicht? Wir brauchen auch in der Wissenschaft Differenziertheit. Wenn wir, du hast kurz auch die Umweltproblematik, die Diskussion, auch die Rolle der Wissenschaft angezogen. Auch hier braucht es mehr Differenziertheit. Die Wissenschaft darf nicht behaupten, sie weiß sicher, was kommen wird. Dazu ist die Welt viel zu komplex. Nicht? Ich möchte zitieren einen Georg Wald, Nobelpreis Medizin 1967. Er hat geschrieben: Civilization will end within 15 to 30 years unless immediate action is taken against problems facing mankind. Ja, wir brauchen Action, wir brauchen Optimismus. Wir brauchen auch die Möglichkeit, dass es vielleicht ein bisschen anders ausgehen wird, als momentan geredet wird. Und wir brauchen junge Leute. Wir brauchen junge Leute, die mit Optimismus die Dinge herangehen. Und da, glaube ich, können wir in Österreich noch einiges machen. Dass wir Hochbegabte fördern. Ich habe das schon mal besprochen, Herr Minister, was ich vorschlagen würde, ist, dass wir in jeder Schule identifizieren, wer sind die Hochbegabten. Das sind nämlich sehr oft unbequeme Schüler. Wer sind wirklich die Hochbegabten und was mache ich mit denen? In meiner Erfahrung und auch Erfahrungen anderer Leute ist das Wesentliche, dass man, wenn man ist ein Außenseiter, ich war ein Außenseiter in der Schule, weil ich habe mich interessiert für Kosmologie, während die anderen auf Party gegangen sind und so weiter und so fort. Nicht? Ich habe zum Glück einen zweiten gehabt, der auch so ein großer Spinner war wie ich. Das heißt, man muss solche Leute mit anderen Begabten zusammenbringen. Und das kann man auch institutionell machen. Nun, die Akademie der Wissenschaften, möchte ich schließen, hat einen ganz großen Vorteil. Das hat den großen Vorteil, dass sie Wissenschaft fördern kann, ohne dass man immer einen Antrag schreiben muss. Und da muss ich sagen, das habe ich versucht, auch als Präsident sozusagen. Die Konsequenz dafür muss sein, dass jede gefordert ist, alle paar Jahre was anderes zu machen, wirklich was Neues aufzugreifen und so weiter. Und da können wir vielleicht auch noch ein bisschen was. Ich habe versucht, das zu machen, zum Teil ist es gelungen. Und das sind sehr, sehr positive, Dinge. Nun, am Schluss möchte ich einfach danken. Ich möchte danken zuerst meiner Familie. Ohne meine Familie hätte ich sicherlich diesen Preis nicht bekommen, denn der Lebenslauf war schon ungewöhnlich, das ist vollkommen klar. Ich habe schon mehrfach dem österreichischen Steuerzahler, der Steuerzahlerin gedankt. Ich danke dem FWF und ich danke der FFG für die Förderung meiner Tätigkeit und unserem Ministerium, das seinen Namen öfter verwendet hat. Einmal BMU, das U war immer dabei, Wissenschaft war immer irgendwie dabei und so weiter und so fort. Nicht? Und einmal war auch Wirtschaft dabei und das war sehr günstig für die Akademie der Wissenschaften, wie auch Wirtschaft dabei war. Nicht? Möchte ich nur ganz kurz so erwähnt haben. Ne? Und ganz besonderen herzlicher Dank gilt allen Studenten und Postdocs, die je mit mir zusammengearbeitet haben.
Mittlerweile sind etwa 50 meiner Absolventen irgendwo Professoren geworden. Aber ohne die hätte ich auch die Resultate nicht bekommen. Und vor allem danke ich auch den sonstigen wissenschaftlichen Mitarbeitern, nicht wissenschaftlichen Mitarbeitern, die ganzen administrativen Personen, die mich ausgehalten haben über die Jahre. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, ich danke dir sehr, Anton, für deine Worte. Ich muss offen sagen, auch wenn ich nicht immer alles verstehe, aber du sagst es so überzeugend, dass man nachher deiner Meinung ist. Und auch herzlichen Dank für deinen Ausblick, nicht hinsichtlich Optimismus, hinsichtlich Entbürokratisierung, hinsichtlich Mut zur Entscheidung. Das sind, glaube ich, wichtige Worte gewesen. Wir kommen zum Ende unserer feierlichen Sitzung. Ich danke ebenso der musikalischen Gestaltung, dem Blechbläserquintett Quintonix, dem Artell-Quartett, der Organisation dieser feierlichen Sitzung, Johannes Bernhard Lindner und allen, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben. Ich habe zwei Bitten. Die eine ist, auf unserem Programm haben wir diesmal die Bundeshymne, die erste Strophe und auch die Europahymne, die erste Strophe abgedruckt, weil ich bemerkt habe, nicht alle von Ihnen ist so textsicher. Das soll helfen, mitzusingen, unabhängig von der persönlichen Talentiertheit dem Singen gegenüber. Und die zweite Bitte ist dann, lassen Sie uns noch geordnet nachher hinausziehen, damit eben alles seine Ordnung hat. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ooh. Mm-hmm.